bin in ihren Kurs gegangen. Diese Frau hat es fertiggebracht, in 14 Tagen mich total zu verändern. Und das ist für mich immer noch eine Überraschung gewesen. Aber was war der Grund? Das ist ein bisschen übertrieben, wenn ich sage, sie war die Erste. Es war auch der Grund, als ich in International House ankam, verspätet, auch eine lange Vorgeschichte. Und ich kam beim International House, ich setzte mich hin, 2 Monate später, als ich anfangen sollte, und jemand sagt: Aha, du bist neu hier im Haus. Ich sagte: Ja, bin jetzt ja angekommen, aus diesen und jenen Gründen, ja. Ah, und woher kommst du? Ich sage: Ich komme aus Deutschland. Ah, oh, wunderbar, wonderful, wonderful, welcome, welcome. Da war ich schon überzeugt, weil ich war eher auf die Erfahrung eingespielt, dass plötzlich jemand aufsteht und wegläuft, oder ich werde ganz freundlich behandelt, so wie man einen Schwerkranken behandelt, ja. Und einfach halt, ja, so ist nicht ein schöner Tag heute, ja. Also man war schon, also es war wunderbar, ja. Aber das Wesentliche war dann diese Vorlesung von der Hannah Arendt. Und was war das Wesentliche? Sie fängt an, über Totalitarismus zu erzählen und nimmt als Beispiel auch Deutschland, ja. Aber sagt es viel allgemeiner, ja. Und sie nimmt Deutschland als Beispiel und erzählt die Verhältnisse in Deutschland während der Nazizeit. Sie fängt damit an, meine Geschichte zu erzählen, nicht meine persönliche. Was sie erzählt, war genau, was ich erlebt habe. Und ich sage: Zum ersten Mal fängt jemand dort an, wo sozusagen der Kriminelle ist, ja. Ja, und zeigt, ja. Und dann macht sie diesen interessanten Doppelsatz. Er sagt: Ihr müsst verstehen, sagt sie den amerikanischen Studenten, dass die Schuld, die ihr jemand anderem zuschreibt, von außen immer viel größer aussieht als die Schuld, die ihr echt den Leuten dazu schreibt, ja. Aber die Leute sind schuldiger, als sie selbst glauben. Ja. Da sagte ihr hinterher: Jetzt möchte ich, das ist, also ich finde es toll, ja. Und die erste Hälfte ist mir noch verständlicher, ja, als die zweite Hälfte. Dann haben wir erst über die erste Hälfte geredet. Und dann sagte sie: Der Grund, und das hat sie auch im Unterricht gesagt, ein wesentlicher Grund, und was ihr nicht beachtet ist, wenn man in einer Situation ist, wo man keine Zeit mehr hat zu Gesprächen, und wo es sogar verboten ist, lange Gespräche zu führen, und das war so, habt ihr so viel Zeit, so über die Sache zu reden. Wir haben genügend Dinge. Du hast eine Aufgabe und du musst die erledigen. Man war sowieso todmüde, wenn man nachts von 1 bis 4 Uhr gearbeitet hat. Redet nicht so viel, tut eure Pflicht und meckert nicht, was so schief geht. Wir sind in einem Krieg. Wir sind in einem Krieg, und hier eure Väter und Brüder, die sind da draußen und setzen ihr Leben ein. Und dann sind die Leute ruhig und unterhalten sich. Wenn man etwas erlebt und nicht sich austauscht mit jemand anderem, dann gräbt sich das in dein Gedächtnis nicht ein. Und du weißt am Schluss nicht, wenn du es erzählst hinterher, was du erlebt hast, ob das doch nur dein Eindruck war, ob das richtig war. Wir brauchen das Gespräch zur Klärung. Habe ich das richtig beobachtet? Der andere sagt: Nee, das war ein bisschen anders, ja. Okay, das war mir klar. Die Hauptrede war, dass ihr gesagt habt: Warum soll ich mich schuldiger fühlen, als ich wirklich bin? Dann sagte sie: Naja, also du warst 14 am Ende des Krieges. Ich meine, ich habe ein bisschen allgemein gesprochen, wie das für einen jungen Menschen, wie er es erlebt hat, das kann ich also ganz schlecht sagen. Aber ich will dir mal das Folgende sagen. Ich will es mal auch auf dein Niveau dann herunterbrechen. Wenn du etwas siehst, was also nicht, wo du nicht verstehst, ja, warum macht jemand dieses und jenes, und da bist du gar nicht einverstanden, ja, da solltest du eigentlich doch etwas tun. Da sage ich: Ja, ich habe viel gesehen, aber ich konnte das nicht einschätzen, warum das so passiert ist. Und diese ganz schrecklichen Dinge habe ich
bestimmt nicht erlebt, ja, aber andere Dinge, wo ich sage, warum macht er nur dessen und so, ja. Aber wir haben so viel zu tun gehabt, dass wir gesagt haben, misch dich nicht ein, du hast genügend zu tun. Ja, sagte sie, du hast keine Zeit, das ist richtig, aber ich will dir in diesem Beispiel sagen, für mich reicht es schon aus, wenn du siehst etwas, was dir nicht passt. Warum gehst du nicht zu der Person hin und sagst, ich habe beobachtet, was du gemacht hast. Kannst du mir erklären, warum du das machst? Und schon, wenn du das machst, bist du aus der Schuld raus. Und das hat mir wahnsinnig eingeleuchtet, ja.